Hoffnung, Träume, Entdeckungen. Das Abenteuer wartet auf dich und deine Pokémon. In Pokémon Schwarz. Und ja, es ist soweit. Es ist passiert. Und irgendwie fehlt dir doch was. Genau, das fehlt. Das kleine Bild hier. Und ja, ihr seht, ich spiele Pokémon Schwarz. Und wir begeben uns mitten ins Abenteuer. So, ich bin ein Pokémon-Neuling, was das Ganze angeht. Deswegen machen wir ein neues Spiel und gucken uns das Ganze einfach mal an. Hallo, wie geht's? Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Esche. Professorin Esche, wie auch immer. Die Leute nennen mich auch die Pokémon-Professorin. Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wesen bevölkert, die man Pokémon nennt. In den Pokémon schlummern geheimnisvolle Kräfte. Begegnen kann man ihnen beinahe überall und es gibt eine große Vielfalt an unterschiedlichen Arten unter ihnen. Die Pokémon und wir Menschen ergänzen uns ganz ausgezeichnet. Wir führen ein Leben in Eintracht mit ihnen und helfen uns gegenseitig, wo wir können, um das Band der Freundschaft zu sein. Pokémon zu stärken, ist es sehr beliebt, mit ihnen gegen die Teams anderer Trainer zu kämpfen. Tja, und ich habe mein Leben der Erforschung der Pokémon gewidmet. Aber genug von mir. Erzähl mir doch lieber ein bisschen was über dich. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Sekunde, ich muss kurz nachgucken. Sieht aus wie Junge. Ah, ein Junge bist du also. Habe ich das richtig verstanden? Ich prüfe nochmal. Yep. Jetzt wüsste ich noch gerne, wie du heißt. Verrate mir doch bitte deinen Namen. So, wie heiße ich denn? Jetzt bin ich gerade selber am Überlegen, nämlich Tro oder Puberti. Haha, geil. Na komm, wir nehmen einen langen Namen. Ja, ich weiß, ich bin der Tro, aber hier bin ich, der Trodorp. Trodorp lautet dein Name also. Ist das richtig? Ich habe ihn gerade angegeben. Ja. Trodorp, das ist aber mein toller Name. Ich weiß. Gut, dann will ich dir jetzt nochmal deine treuen Weggefährten vorstellen. Ihr seid ein unzertrennliches Gespann. Dieser Junge hier heißt Sharon. Manchmal gibt er sich ein wenig mürrisch, aber ist ein aufrichtiger Bursche. Dieses Mädchen hört auf den Namen Belle. Und wo ist das Biest? Ach so, warte. Ah! Sie geht alles ein wenig gemütlich an, aber gibt immer ihr Bestes. Ich werde euch dreien jetzt einfach mal vertrauen und jedem von euch eines meiner kostbaren Pokémon schenken. Hör mir gut zu, Trodorp. Von dem Augenblick an dem du dich für ein Pokémon entscheidest, beginnt ein ganz persönliches Abenteuer. Auf deiner Reise wirst du mit unzähligen Pokémon und Menschen in Berührung kommen, die nicht immer dieselben Ideen und Auffassungen teilen wie du. Ich hoffe, es gelingt dir, auch diese Begegnung herauszufinden, was für dich im Leben wichtig ist und was nicht. Ich sehe, du verstehst mich. Das große Ziel deiner Reise sollte es sein, über den Umgang mit Menschen und Pokémon reifer zu werden und innerlich zu wachsen. So, jetzt aber mal los. Geh und stürze dich kopfüber in die Welt der Pokémon. Game Freak präsentiert Pokémon in der schwarzen Edition.
Jetzt fragen einige, warum hast du dich eigentlich für schwarz entschieden, nicht für weiß? Oder andere sagen, ey geil, schwarz habe ich auch. Wie gesagt, Pokémon Neuling und ja. Egal. Professorin Esche hat gesagt, dass wir Pokémon bekommen sollen. Wo Bell nur wieder bleibt. Ich komme. Da bin ich. Bin schon wieder zu spät. Entschuldigt bitte. Also wirklich, Bell. Dass du alles gerne etwas gemächlicher angehst, ist für uns mittlerweile nichts Neues mehr. Aber warum gerade heute, wo wir doch unsere Pokémon bekommen sollen? Tut mir leid. Du hast ja recht. Es tut mir wirklich leid, ihr beiden. Wo sind die Pokémon nun? Professorin Escher hat sie hierher gebracht. Todop. Also steht dir auch das Recht zu, dir zuerst eins auszusuchen. Das ist nur gerecht. In diesem Geschenkpaket warten die Pokémon schon auf uns. Na los. Trau dich schon und schau nach, was drin ist. Ich kann's kaum noch erwarten. Och nö, ich hab keinen Bock. Ernsthaft? Krodop öffnet das Geschenkpaket. Zusammen mit diesem Brief habe ich dir 3 Pokémon geschickt. Rufe deine Freunde herbei und sucht euch je ein Pokémon aus, ohne zu streiten. Alles Gute und Beste. Grüße, Professor Esche. So, jetzt darf ich mir ein Pokémon aussuchen. Ein Wasser-Pokémon, ein Feuer-Pokémon oder ein Pflanzen-Pokémon? Ich selber bin ja vom Sternzeichen her Löwe, deswegen müsste ich jetzt eigentlich, was das angeht, ein Feuer-Pokémon nehmen. Ein Otaro, ein Floink, ein Serpifeu. Ich nehme das Feuer-Pokémon, ein Floink. Bist du mit diesem Pokémon einverstanden? Nein. Trudop erhält Floink. Floink? Also ich nehme dieses Pokémon und Sharon bekommt das da, okay? Wieso entscheidest du, welches Pokémon ich bekomme? Was soll's? Ich wollte sowieso von Anfang an das Otaro haben. Was ist, wenn ich jetzt das Otaro genommen hätte? So, nun hat jeder sein Pokémon ausgewählt. Und jetzt? Ich hab's. Jetzt ist es Zeit für ein kleines Pokémon-Kämpfchen. Hör mal, Bell. Die Pokémon sind zwar noch schwach, aber trotzdem sollten wir sie nicht im Haus kämpfen lassen. Ach was, das geht schon in Ordnung. Was könnten die drei schon anrichten? Irgendwann müssen sie ja mal anfangen zu kämpfen, oder? Habe ich etwas Unterrecht? Unterrecht? Also, Trudop, lass uns mit dem Pokémon-Kampf beginnen! Trudop gegen Bell! So, jetzt kann ich endlich mal hier, ne? Oh mein Gott, Pokémon-Trainerin hätte man auch anders machen können, ne? Ah, sie hat Serpifeu. Hätte das Ganze ja auch ein bisschen anders gestalten können, aber egal. Jetzt fragen sich einige, Tro, was ist denn jetzt hier los, ja? Duke Nukem und jetzt auf einmal machst du sowas. Ja. So, was ist denn hier? Beutelflucht Pokémon. Ah, hier kann ich dann ein Pokémon austauschen. Kampf. Kraftpunkte, AP-Erholung, Bälle, Kampf-Item, Status Heil-Items, okay. Mama Kampf. Tackle, Rutenschlag. Tackle. Serpifeu Gegner setzt Tackle ein. Und ja, aufgrund der 1000 Abos habe ich mir gesagt, ey, wisst ihr was? Die meisten Abos habe ich hier wirklich durch die ganzen Zuschauer. Au, mein Pokémon. Tu mein Pokémon doch nicht so weh. Was soll ich vielleicht tun? Weiter angreifen. Und ich dachte mir einfach, ey, wisst ihr was? Ich muss einfach wirklich so fair sein und den Leuten, die sich das die ganze Zeit gewünscht haben, einmal ermöglichen. Ja, es ist nicht Pokémon Sonne oder Mond, aber egal. Super, jetzt haben wir beide Verteidigungen gesenkt. Au. Komm, jetzt haben wir den aber um hier. Silberblick. Verteidigung von Floink sinkt. Und... Tschüssi. Was? Ich habe ihn immer nicht besiegt?
Silberblick, ja, 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 ja. Wurde besiegt. Floink erhält 43 E-Punkte. Spieler besiegt Pokémon-Trainerin Bell. Dein und mein Pokémon haben beide ihr Bestes gegeben. Turtop gewinnt 500. Was? Schreibt mir mal bitte die Währung. Wow, Turtop. Du scheinst das Zeug zu einem großartigen Trainer zu haben. Danke, danke, danke. Ha, ich weiß. Ich habe da so eine Vorahnung. Also wirklich. Bell, jetzt schau dich doch bloß einmal um und schau dir das Zimmer an. Oh, ja. Ein bisschen umrenoviert. Aber was ist denn hier passiert? Das ist ja wie bei Hempels unterm Sofa. Die Pokémon sind unglaublich, wo sie doch so klein sind. Ich bin so froh, dass ich ein Pokémon bekommen habe. Du bist doch jetzt nicht wütend, Turtop, oder? Total. Bell, bei dir sind echt Hopfen und Malz verloren. Sei so gut und lass mich jetzt dein verletztes Pokémon aufpäppeln. Sharon hat das Pokémon von Bell geheilt. Lass mich jetzt auch dein Pokémon heilen, Turtop. Sharon hat das Pokémon von Turtop geheilt. Hey, Sharon, willst du dein Pokémon nicht auch mal in einen Kampf schicken? Wer so gut über Pokémon Bescheid weiß wie du, richtet bestimmt auch nicht so ein heilloses Durcheinander an wie ich. Ich glaube, du hast Talent für Kämpfe. Ja, da muss ich dir zustimmen. Viel schlimmer werde ich das Zimmer ja wohl kaum noch zurichten können. Außerdem wäre es nur fair, wenn ich mir auch mal einen Kampf gönne. Damit steht unser allererster Kampf. Spürst du auch die Nervenkitzel? Nee, mir ist eigentlich mehr kalt, weil es hier kalt ist in der Wohnung, aber egal. Zeig mir, was du drauf hast und gib alles. Otaro, ich rufe dich! Und damit gehen wir in den Kampf. Der Tro versus den Sharon. Sharon setzt als Trainer den Otaro ein. Und ich komme mit meinem Floink. Komm, wir hauen ihn einfach mal um. Tackle. Und was hat er? Tackle. Endlich bin ich ein Trainer. Jetzt geht's richtig los. Tackle. Wow, ein Volltreffer. Also hier gibt's auch kritische Treffer. Otaro wurde besiegt. Floink erhält 43 Erfahrungspunkte und erreicht Level 6. Was auch immer das bedeutet, aber... Ah! Maximale Kampfpunkte, Angriff plus 1, Verteidigung plus 1, Spezialangriff, Spezialverteidigung oder was auch immer SP heißt und Initiative plus 2. Spieler besiegt, Pokémon-Trainer Sharon. Uff, so läuft das also bei einem Pokémon-Kampf ab. Ich gewinne wieder irgendetwas. Wie gesagt, schreibt es mir bitte in die Kommentare, ihr seid die Pokémon-Fans. Ich hatte nicht damit gerechnet, gleich im ersten Kampf den kürzeren zu ziehen. Aber was für eine Spannung. Jetzt bin ich endlich ein Pokémon-Trainer. Aber nun muss ich mich erstmal bei deiner Mutter für die ganze Unordnung entschuldigen. Ich auch. Was ist mit Aufräumen? Hallo? Hallo? Toll. Auch das Bett ist völlig verwüstet. Es gibt eine Wii-Konsole. Sie ist im einwandfreien Zustand. Cool. Lass uns Wii spielen. Gehen wir mal runter. Entschuldigung für den Tumult von eben. Also, ich werde da mal aufräumen. Aufräumen? Schon gut, schon gut. Darum werde ich mich nachher kümmern. Ey, so eine Mutter möchte ich auch haben, die für mich aufräumt. Haha! Solltet ihr stattdessen nicht lieber Professorin Esche besuchen? Ja, das stimmt. Wir sollten uns bei Professorin Esche bedanken gehen. Bis bald und Entschuldigung für die Umstände. Ich warte dann vor dem Pokémon-Labor auf euch. Oh, ich muss vorher noch mal kurz nach Hause. Bitte vielmals noch zum Entschuldigung für die Störung. Oh,
oder Pokémon-Kämpfe sind schon eine lebhafte Angelegenheit. Das Lärmen der Pokémon war bis hierhin zu hören. Ach, das weckt Erinnerungen an meinen allerersten Pokémon-Kampf. Ich es vergesse. Nach dem Kampf sollte man seinem Pokémon eine Pause gönnen. So, dein Pokémon ist wieder putzmunter. Und vergiss deinen Visocaster nicht, wenn du dich auf den Weg machst. Ein Visocaster! Smartwatch? Wie auch immer. Er staut das Item Visocaster in der Basis-Items-Tasche. Du gehst dich auf bei Professorin Esche bedanken, nicht wahr? Also dann lass dich mal nicht aufhalten. Und ja, ich müsste bei der Mutter eigentlich, vollgestopft mit Pokémon-Artikeln. Ah. Randvoll mit Pokémon. Achso, das sind zwar zwei unterschiedliche Schränke, aber egal. Haben wir hier auch eine Wii-Konsole? Hollahi, hollaho, wandern macht den Trainer froh. Welchen Pokémon werden wir wohl auf unserem heutigen Ausflug begegnen? Nanu, was haben wir denn da? Wenn das mal kein Pokémon mit der Fähigkeit reiche Ernte ist. Wie interessant, die Fähigkeit reiche Ernte sorgt dafür, dass eine benutzte Beere am Ende einer Runde nachwachsen kann und dem Pokémon wieder zum Tragen gegeben werden kann. Klingt irgendwie komisch, ist aber so. Die Fähigkeit hätte ich auch gerne. Schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt Hollahi, hollaho. Hollahi, hollaho, so. Wandern macht den Trainer froh. Wohin wird unser nächster Ausflug wohl führen? Toll, essen kann ich nichts, Küche kann ich auch nicht. Hier sind allerlei Gegenstände wohlgeordnet untergebracht. Okay, gut, also ich muss hier wahrscheinlich dann raus. So. Hier fliegen Vögel weg. Bum, 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 bum. Pokémon-Labor von Professorin Esche. Könntest du kurz zu Belle nach Hause gehen? Sie hat es sich gewiss zu Hause bequem gemacht, so wie immer. Belle bringt echt nichts aus der Ruhe. Okay, also wir müssen jetzt erst Belle suchen. Doch, wo Belle ist und wo wir sie finden werden, das erfahrt ihr im nächsten Part zu Pokémon Schwarz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns übermorgen wieder zu einem neuen Part von Pokémon Schwarz. Ich sage an dieser Stelle, ich bin euer Tro. Haut herein. Tschüss.